Wir stehen vor der Connect M Arena in Lotte. Dort spielen die Sportfreunde Lotte in der Regionalliga. Ein Verein, der durchaus Ambitionen hat, auch vielleicht nochmal eine Klasse höher Fußball zu spielen in der dritten Liga. Uns geht es heute vor allem um den Trainer Ismail Atalan. Der hat eine ganz interessante Biografie vorzuweisen. Vor 5-6 Jahren war er noch beim 1. FC Gievenbeck Trainer der zweiten Mannschaft, hat in der Kreisliga A dort angefangen, ist dann über die Stationen Davaria Davensberg und Roland Beckum, also über eine Tour durchs Münsterland hier in Lotte gelandet. Und wir schauen uns mal an, was das für ein Typ ist, sprechen mit ihm und auch mit einigen anderen seiner Wegbegleiter hier und versuchen mal rauszufinden, was das Besondere an diesem Trainer ist. Erstens war es erstmal, dass man jemanden braucht, wie damals den Roland Böckmann, der einen zum Trainer macht. Und danach, ich glaube, muss ich mich fast beim Bildungssystem in Deutschland schon bedanken, weil ich glaube, man hat die Möglichkeit bekommen, immer wieder sich weiter zu bilden, immer sich zu entwickeln, immer mehr zu investieren. Und ich glaube, das hat mich ziemlich vorangebracht, diese Bildungswege hier beim DFB. C-Lizenz, B-Lizenz, A-Lizenz. Und ich glaube, dass es irgendwann mal auch sehr, sehr wichtig war, dass man konsequent seinen Weg gegangen ist und ich darf mich nicht irre leiten lassen, offensiven Fußball zu zeigen. Und ich glaube, das hat sich gelohnt. Das ist sehr schwer, weil man wirklich 20, 25 Charaktere hat und da immer wieder sich drauf einzustellen. Bei dem einen musst du von der einen Minute an draufhauen und bei dem anderen musst du im nächsten Augenblick streicheln. Das ist extrem schwer, aber ich glaube, das ist auch das, was den Job so interessant macht. Und ich glaube, das, was mich für mich immer wieder, ich lerne auch jeden Tag neu dazu, wie Menschen wirklich auf bestimmte Situationen reagieren. Und deswegen ist das für mich auch sehr, sehr interessant, aber auch eine große Herausforderung immer. Bastian Görresen steht hier, der ist Torwarttrainer bei den Sportfreunden Lotte, arbeitet jetzt seit einer ganzen Weile schon mit Isi Atalan zusammen und hat sicherlich auch eine Meinung dazu, was diesen Trainertypen ausmacht. Was ist das Besondere an diesem Trainer, der mit 35 den Regionalliga-Spitzenteam trainiert? Ja, wie du sagtest, er ist halt ein sehr junger Trainer, dadurch natürlich noch sehr ambitioniert und ehrgeizig, arbeitet sehr akribisch, hat einen guten Umgang mit der Mannschaft und hat Ziele vor Augen und die verfolgt er konsequent und deshalb macht die Arbeit mit ihm auf jeden Fall viel Spaß. Was ist denn für die Sportfreunde Lotte unter seiner Ägide drin? Er hat selbst eben schon mal so leicht anklingen lassen, dass er schon ein bisschen Richtung dritte Liga guckt. Die Tabelle gibt ihm ja irgendwie recht. Ist das ein Ziel für euch? Also wir haben über Ziele haben wir null gesprochen und ich denke, das ist auch gut so. Wir schauen, wie man schön sagt, diese abgedroschene Floskel von Spiel zu Spiel wirklich. Und ich denke, das ist auch einfach für die Köpfe der Spieler ganz gut, wenn man sich von Woche zu Woche konzentriert und dann nicht irgendwie guckt, was kann eventuell in 3-4 Monaten sein. Das macht keinen Sinn. Ich analysiere die Torhüter, stelle die Torhüter in Videoanalysen vor jedem Spiel vor, damit man sich da ein bisschen auf Stärken, eventuelle Schwächen einstellen kann. Dann natürlich die tägliche Trainingsarbeit. Ich mit den Torhütern speziell arbeite im Torwarttraining. Joe natürlich verschiedene Sachen im Training übernimmt, was halt gerade anfällt. Benjamin Siegert, der erfahrenste Profi bei den Sportfreunden Lotte, steht bei mir. Und Benjamin ist einer, der, glaube ich, mittlerweile ganz gut einschätzen kann, was kann so ein Trainer, wie tritt er auf, was sind seine Vorteile, wo hat er vielleicht auch noch ein bisschen Nachholbedarf. Benni, beschreib doch mal, was ist Isi Atalan für ein Coach? Der ist ja nur ein Jahr älter als du. Ja, Isi ist, glaube ich, schon sein perfekter Spitzname. Isi ist ein Trainer, der akribisch arbeitet, der sehr viele Videoanalysen mit uns startet, die Vereine, gegen die wir dann spielen, sehr akribisch analysiert und von daher geht er richtig heftig in diese ganze Woche rein mit irgendwelchen Situationen, was man besser machen kann in der gesamten Szene über den Gegner. Und dann natürlich auch die Trainingseinheiten, die jedes Mal aufs Neue neu programmiert werden auf die Gegner, gegen die wir spielen. Und von daher, Isi ist ein harter Typ in seinen Sachen, wo er die Analyse macht. Andersrum kann er natürlich auch ganz easy sein mit dem Umgang der Mannschaft. Ja, das meinte ich ja am Anfang. Er ist sehr akribisch in der Sache, was das Fußballerische angeht, aber auch menschlich. Wie du auch gesagt hast, geht er mit uns vor die Tür. Und jeder Spieler kann offen und ehrlich zu ihm hinkommen. Seine Kabine ist immer offen. Und von daher hat er mit der Situation Spieler, Trainer, Spieler keine Probleme.
persönliches Ziel ist erstmal Samstag hier zu gewinnen. Das ist erstmal mein größtes Ziel. Aber generell gebe ich dir recht, ist es natürlich mein Ziel in den nächsten 2-3 Jahren, dass ich schon mal eine Klasse höher komme und dass ich mich mal auch mal in dem Bereich mal zeigen kann. Also darauf arbeiten wir jeden Tag, darauf arbeite ich ich selber jeden Tag und versuche mich weiterzuentwickeln, versuche jeden Tag was Neues dazuzulernen und alles andere wird man dann sehen. Also auch mit den Sportfreunden Lotte ist es möglich, vielleicht diese eine Klasse höher zu kommen. Das wäre natürlich am schönsten. Alles klar, easy, danke.